der Straße begegnet Markus, ein Musiker auf der Suche nach seinem Platz im Leben, Marie-Christine de la Joie, der schillernden Hauptperson aus dem Café Jean-Jean. Getrieben von Neugier folgt er ihr in die Bar, wo er alle möglichen bunten Figuren kennenlernt. Sie alle kommen hierher, um das Leben zu genießen und sein zu können, wer sie wirklich sein. Anfangs noch schüchtern, lernt er bald, dass er hier akzeptiert und geschätzt wird und auch ein bisschen verrückt sein darf. Hier findet er den Platz, den er so lange gesucht hat. Dime qué vas a hacer, dime qué quieres tener.